Tuning in der Nähe von Rostock. Und zwar hat der gute Herr uns das Airride reingebaut, weil ich jetzt in Asien war für 2 Wochen, habe ich da leider nicht so viel Information bekommen. Das heißt, ich habe 1-2 Bilder erhalten, weiß so im Groben, wie der Wagen aussieht, aber ich sehe ihn jetzt wirklich das erste Mal auch real. Ich bin schon richtig gespannt, also ich bin mal gespannt, weil, ja, wie gesagt, Bilder habe ich gesehen. Ob der jetzt wirklich so tief ist wie auf den Bildern, ob er überhaupt fahrbar ist, wie er aussieht, wenn er hochgepumpt ist und so weiter. Ich habe natürlich dann noch ein paar Fragen. Ah, wird richtig geil. Ich sehe ja aus wie so ein Eskimo. Ich bin nämlich noch asiatische Wärme gewohnt. So, wir sind jetzt da. Licht brennt. Dann hoffe ich mal, dass er auch da ist, sonst muss ich ihm gleich mal schreiben. Multipla sehe ich auch. Und er hat Kunden. Moin! Hallo! Ist der Sebastian da? Ja. Nein. Können wir reinkommen? Ja. Weg. So. So, das hab ich. Das muss noch da. Ja, kannst du ja eigentlich mal hinter zeigen, wie das jetzt aussieht. Und wie der Onkel Tuse da am Arbeiten ist. Also das, was ich jetzt hier vorhab, ist sozusagen, ich glaube, sozusagen jetzt sieht das erstmal so scheiße aus, aber das soll halt auch noch gezogen werden und so. Dann kommt halt hier ein Bildschirm rein. Der Bildschirm ist über 12 Volt betrieben und das heißt, es ist schon mal ganz praktisch hier im Auto, ist er trotzdem Full HD Bildschirm. Und wie beschriftet dann hier unten eine PlayStation? Weil die PlayStation hat um was bei 160 Watt verbraucht. Ich habe jetzt einen 300 Watt Konverter. Das heißt, das passt. Also das heißt, ich kriege ja auch noch ein bisschen Musik rein. Das heißt, hier kann man dann ganz entspannt auch drin zocken. Genug Platz hier für noch einen Sitzsack oder sowas ist ja noch da. Das passt dann noch. Und das wird halt, wie gesagt, alles noch bezogen. Ich denke mal auch Alcantara, damit es einfach so zum Allgemeinen passt. Dass es halt echt Schweine viel Arbeit und Schweine viel zum Denken ist, was man hier machen muss, weil es ist einfach nicht so einfach mal eben Plug and Play bei dem Ding. Es geht halt schon bei den Felgen los und endet halt beim Fahrwerk oder sonst irgendwas. Und das merken halt viele und dann wird halt doch nicht weitergemacht. Oh ja, perfekt. Jetzt können wir eigentlich mal die Abgasanlage dann von unten zeigen. Ach Mensch, ja. Jetzt ist es mal natürlich mittlerweile nicht mehr so schön glänzend. Ja, wenn man mal überlegt, jetzt sieht man, guckt man sich mal nur diese Region hier an. Wirkt das wie vom Multipla? Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Weißt du, wie breit die ist? Also was das für ein Durchmesser ist? Das hier muss 3 Zoll sein. 3 Zoll, ich glaube 2,6 hatte Mitch gesagt. Also er sagte 3,5 Zoll bis zur Klappe. Also hier 3,5 Zoll und das irgendwas hier 2,6 irgendwas bei war das. Der Schalldämpfer ist auch komplett selber gebaut von Famokis Customs, das heißt ab Cut ist die Anlage gemacht. Ja. Das heißt, hier ist unsere Klappe. Hier haben wir ein Flexrohr drin aus dem Grund, weil der Grundgedanke eigentlich war, dass oder ist, dass im allergrößten Notfall, wie man das immer so kennt, obwohl alles eingetragen ist, die Klappe ausbaubar ist. Das heißt, wir haben hier zwei Schnellverschlüsse, also Schnellverschlüsse. Wir können die Klappe hier ausbauen, wir müssen den Schlauch hier nur lösen und dann habe ich ein Zwischenstück, das liegt im Auto, was ich reinsetzen kann, im größten Notfall, wenn man da mal irgendwann Ärger bekommt. Deswegen haben wir den Flex. Hier. Hast du Bock? Ja. Pass auf, Derek. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich zum Kauf eines Carsport Airrides entschieden haben. Pass auf, wir haben 2 Sicherungen. Einmal die dicke Hauptleitung mit der Stecksicherung. Ja. Das hast du ja vorhin schon gefilmt, ne? Schneidest du zusammen. Ach nee, du hast ja Dings im Hintergrund. Die große Hauptsicherung für den Kompressor, die ist auch nur für den Kompressor. Da hängt nichts anderes dran. Die Sicherung gibt es auch handelsüblich. Die kannst du überall kaufen. Und dann haben wir noch separat Strom nach hinten gezogen.
Das hast du hier drin mit 20 Ampere Stecksicherung. Da hängt dran das Steuergerät für die Fernbedienung, wo du ja separat hoch und runter machen kannst. Das Manometer hängt mit dran und das TÜV-Kit hängt mit dran. Ja, zeige ich dir hinten gleich. So, dann haben wir vorne noch die Besonderheit Carsport Fahrwerk grundsätzlich mit den Unibald-Dummlagern. Und in deinem glücklichen Fall, aufgrund dessen, dass es baulich möglich ist, Sturz-Dummlager. Hier haben wir natürlich auch schön reingekippt, ne? Wie viel Grad haben wir jetzt ungefähr? Vorne haben wir jetzt nicht ungefähr, sondern vorne haben wir genau 1,5 Grad Sturz. Das heißt, wir haben unten an der Achsaufnahme reingekippt, oben reingekippt und da auf die Spur eingestellt. Rechte Seite ist auch nicht ganz so reingekippt wie auf der Seite, so dass das auch wirklich gleich ist. Ne? Also wir haben jetzt nicht einfach auf gnadenlos reingekippt, den Sturz, sondern schon so, dass das auch Sinn macht, ja? Also, dass beide Seiten gleich sind. 1,5 negativ. Ja, sicher. Bei dem muss man das wahrscheinlich positiv, damit die Räder wieder gerade stehen. Ja. So, dann sind wir vorne fertig. Wir sind also in deinem Schalt- und Waldzentrum. Wenn du jetzt die Zündung anmachst, also grundsätzlich ohne Zündung, passiert nichts. Doch. Doch. Ach, also ich kann auch alles hoch und runter machen ohne Zündung. Genau. Das ist mega geil. Auch per Fernbedienung? Ja, nee. Weil entweder das oder. Gefällt mir. Das gefällt mir. Normalerweise für einen Daily Driver würde ich es definitiv machen über Zündungsplus. Ja. Dadurch, dass du ja aber schonmäßig auch ein bisschen im Stand rumspielen willst, ist es auf Dauerplus geschaltet. So, jetzt machst du mal Zündung an. So, grundsätzlich auch nur, wenn die Zündung an ist, geht der Kompressor. Ja. So, dass du da zum Beispiel keine Stromverbräuche hast im Stand oder sowas, weil die Druckluft schwankt ja auch, Ausdehnung, kalt, warm und so weiter. Ja, nicht, dass der Kompressor anspringt und du kannst das Auto nicht mehr starten. Ja. Das heißt, der Kompressor springt grundsätzlich nur an, wenn auch der Motor läuft. So, also mal Zündung anmachen. Dann sehen wir da einmal deinen neuen Drehzahlmesser und natürlich auch deine Druckanzeige. Oben für Vorderachse, hinten für Hinterachse. Quatsch, natürlich unten für Hinterachse. Bluetooth connected. Oh, mein Mund. Er hat sich mit mir verbunden. Da quatscht einer dazwischen. So, und dann haben wir natürlich links für vorne, rechts für hinten. Ja. Nach oben, nach unten. Das ist schon ein komisches Gefühl irgendwie, ne? So, und jetzt hast du eben auch schon eine Besonderheit gehört vom TÜV-Kit. Ja, dieses Tüden. Ja, das heißt, wir haben einen Mindestdruck eingestellt und unterschreiten wir den während der Fahrt, also bei eingeschalteter Zündung. Kriegst du einen Warnton. Da ist er. Und den umgeben wir wieder, indem genug Druck nachgeführt wird. Die Fahrdrücke und so weiter, dazu komme ich nachher, wenn wir rausfahren. Das zeige ich dir dann, welche Drücke du wann, wo, wie fahren kannst, sollst oder möchtest. Ja, das dazu. Perfekt. Kannst du ausmachen, die Zündung, gehen wir nach hinten. Wir haben hier deine ganz neue tolle Falbenbedienung. Hier haben wir es genauso wie auf den Kippschaltern vorne im Armaturenbrett. Rechts rund, rechts hinten, links vorne. Sprich, hier runter, da hoch. Mhm. Bitte sehr. Amtlich übergeben. Komm, wo alle Leute ran? Direkt erstmal spielen. Ja. Wie lange hält der Tank, dass ich ohne Zündung hoch und runter fahren kann? Also wie oft ungefähr? Kannst du das? Alter, du kannst schon eine ganze Weile spielen. Ja. Das heißt, der Drucksensor ist wesentlich empfindlicher angestellt. Das heißt, es wird viel früher Druck nachgefüllt durch den Kompressor, als du das notwendig hättest, um das Fahrzeug bewegen zu können in dem Fall, weil der halt relativ leicht ist. Ja. Anders jetzt bei schwereren Fahrzeugen, da brauchst du natürlich viel Volumen, viel Druck. Aber hier reicht das schon. Ich weiß nicht, du kannst 5-6 Mal voll hoch und runter, bevor du ein Problem kriegst. Also hier ist schon in dem Fall ein guter Speicher da. Wir haben die Steuerbox. Die ist grundsätzlich für dich gar nicht so interessant, weil die sollst du eh nicht öffnen, sonst verlierst du deine Garantie. Hier ist die Steckverbindung für das Steuergerät, sowohl als auch für die Kippschalter. Mhm. Und dann gehen wir nach hinten ran. Ein klein wenig kippen können wir. Das heißt, hier haben wir auch nochmal separat eine Absicherung für das Steuergerät selber mit 15 Ampere. Das ist über die Plusleitung abgedeckt, die wir vorne aus dem Motorraum gezogen haben. Hier haben wir den Summer. Mhm.
für das TÜV-Kit und hier unten sind die Sensoren für das TÜV-Kit, die man eben auch stufenlos einstellen kann. Des Weiteren haben wir hier die Sensoren für die Druckanzeige vorne im Armaturenbrett, haben dann das Schaltrelais für den Kompressor. Das heißt, da geht Strom rein, der große Stromanschluss, den wir von vorne gezogen haben, wird aber über Zündungsplus ja erst freigeschaltet. Wir haben aber nicht einfach nur Zündungsplus auf dem Relais, sondern das geht vorher auf den Druckschalter im Tank. Und erst der Druckschalter, wenn er merkt, ich habe einen gewissen Druck unterschritten, gibt dann auch erst das Zündungsplus frei. Ja? Also geht das auch schon wieder ineinander. Und dann haben wir dann den schicken Kompressor, den Erzenit. Meiner Meinung nach so ziemlich der beste Kompressor, den du aktuell in einem Airwide Set kaufen kannst. Sehr gut. Nein, ich habe keinen Restgewinne. Da bin ich Luft und habe trotzdem Restgewinne. Da hat der René, also der Chef von Carsport, das wirklich sehr gut gemeint. Wir mussten allerdings so hoch drehen, weil sonst die Spurstangen gehen nicht frei, etc. pp. Ja. Das muss natürlich alles gewährleistet sein. So, springen rein mal besser. Meine Rücke ist kaputt. Als nächstes, wenn der Kompressor läuft, lässt man den Motor mal einen Augenblick laufen, bis er fertig ist, ne? Ist besser fürs Relais. So, wir ab auf die Bahn. Probe fertig machen. Ich bin das gewohnt, hier einfach so einen Riesenschritt rauszumachen und jetzt ist das so, kommt gleich der Boom. Das ist. Irgendwas stimmt hier nicht mehr mit dem Auto. Und was sagst du? Die ist übelst wellig. Das ist übelst geil. Und er ist so wellig, dass der Druck schwankt. Und stell dich vorhin. Das TÜV-Kit sagt: Moin! Aber ist schon. Ist schon geil, ne? TÜV-Kit übrigens von Nullbar. Ja. Da muss ich auch nochmal ganz so bei Nullbar bedanken, dass die. Ich habe mich so auf deinen Manometer versteift bei der Bestellung. Dass das in Bar und mit digital und all diesen, was du gesagt hast, was du gerne hättest, dass ich vergessen habe, das TÜV-Kit zu bestellen. Und die noch ganz schnell über Express mir das TÜV-Kit hinterher geschickt haben, weil nächsten Tag, nämlich der TÜV-er kam und der wollte das natürlich eingebaut auch sehen. Ja? So, ansonsten natürlich die gewohnte Qualität Carsport. Tarek, ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Und bau deinen Kackheckspoller ab. Also gehe ich dann mit rein. Also? Porn? Ja. Porn. You must beat this with the shit.